Menschen, die da drin sind. Der Staat speichert doch. Ich glaube, das wird doch jetzt ein bisschen zu... Na, ich finde aber sehr wunderbar jetzt diese Diskussion auch, aber es zeigt ja wirklich die Probleme auch und die vielen Fragezeichen, die es gibt. Und wir haben jetzt auch eben wieder in Erinnerung gerufen bekommen, wie schwierig es auch mit den Gesetzen überhaupt ist. Der Bundestag als Gesetzgeber macht Gesetze. Und es gibt immer wieder Menschen, die da große Fragezeichen haben. Ja. Nicht umsonst muss ja Karlsruhe immer wieder angerufen. Ja. Da wird Karlsruhe immer wieder angerufen und muss dann entscheiden, ob es denn auch wirklich mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Es scheint schwer zu sein, da die richtige Balance zu finden. Das ist ja genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass es unser Ziel sein muss, dass der Staat, auch manche Bundesländer, Niedersachsen, hat ja auch mit dem CDU-Innenminister den ein oder andere negative Erfahrung. Der hessische Kollege von mir, damals absolute Mehrheit, Bouffier, hat mit einem Gesetz in Karlsruhe Schiff gelitten. Das muss aufhören. Und das, finde ich, muss als Rechtsstaatspartei FDP auch eine Forderung an die künftige Bundesregierung sein. Wir müssen die Gesetze so machen, dass sie verfassungsgemäß sind. Und das haben wir halt in manchen Dingen nicht gemacht, weil wir uns haben leiten lassen von dem Wunsch, noch mehr zu haben, noch mehr. Nur ich möchte mal bitte darauf hinweisen, der Generalverdacht, von dem Sie schon gesprochen haben, ich finde ihn unerträglich. Wenn man telefoniert, dann ist man unter Verdacht gestellt nach diesem Modell der Vorratsdatenspeicherung. Einfach nur, wenn man telefoniert, ist man in den Daten drin. Herr Freiberg, darüber müssen wir gar nicht streiten. Es gibt aber sonst auch eine Menge Menschen, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, mir ist egal. Ne? Ja, und das werden immer weniger, Gott sei Dank. Weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen wieder etwas mehr davon ausgehen, dass sie die Menschen der Staat sind. Und dass der Staat dafür da ist, den Menschen zu helfen. Und nicht, dass wir Untertanen eines Staates sind. Und das möchten wir wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, von dem Kopf auf die Füße stellen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, an dem Sie erkennen können, wo der Unterschied ist zwischen dem, was die Herren sagen und dem, was meine Partei, die FDP, möchte. Ja, ein Schutzmann vor 100 Jahren wusste, welches Auto geklaut ist, welche Autonummer er hat. Das kann ein Schutzmann im Jahre 2009 nicht mehr wissen. Schon mal gar nicht, wenn er auf der Autobahn steht. Also müssen wir Technik einsetzen. Also habe ich überhaupt nichts gegen das Kfz-Kennzeichen-Lesegerät. Ich habe etwas dann dafür, wenn es im Verdachtsfall eingesetzt wird. Wie macht man das? Viele kennen den Elzerberg zwischen Limburg und Dietz. Ich glaube, da hat jeder schon seine Erfahrung gesammelt. Ja, so ein bisschen Ticket bezahlt hat. A3, ja. Da wegen mir so ein Gerät hin. Aber unten vor Limburg steht die Polizei und sammelt sofort diejenigen, die aufgefallen sind, raus. Ansonsten wird gelöscht. Das ist der Unterschied zwischen FDP-Politik und zum Beispiel dem, was mein jetziger Kollege Innenminister Volker Bouffier mit absoluter Mehrheit in Hessen durchgesetzt hat. Und wo zu Recht das Verfassungsgericht gesagt hat, der Generalverdacht, das Gerät wird eingesetzt, es wird aber nicht sofort genutzt, den dürfen wir nicht machen. Herr Papier hat vor wenigen Tagen in der Landeshauptstadt in Wiesbaden ein Streitgespräch geführt, wo er darauf hingewiesen hat, wichtig für einen Rechtsstaat ist, dass ein konkreter Verdacht, was Sie auch eben gesagt haben, da ist. Wir können nicht einfach mal so alles sammeln. Und es ist bei Vorratsdaten, bitte um Entschuldigung, es ist ein einfach mal so sammeln. Es wird jedes Gespräch und bitte nicht nur die Telefonnummer, die im Telefonbuch steht, sondern von wo aus Sie telefoniert haben, wo Sie sich aufgehalten haben und mit wem Sie telefoniert haben. Das ist ein bisschen mehr als das, was Sie eben gerade sagen. Dass der Eindruck erweckt wird, die Polizei will überwachen. Ich darf das mal ein bisschen zynisch sagen. Der Polizist an sich geht am liebsten spazieren, am Wasser oder im Wald, möglichst bei doppeltem Gehalt. Der will nicht überwachen. Das können wir doch alle verstehen. So. Und jetzt ist doch aber die Aufgabe einer Polizei, der Politik zu sagen, wir haben Kriminalität, wir haben Gefahren, was man machen könnte. Ja. Und dann muss die Politik abwägen und sagen, Polizei, hier hast du diese Maßnahmen, damit wir das verhindern können. Aber verfassungsgemäß, Herr Freiberg. Ja, nein, natürlich. Das ist verständlich. Aber was sonst? Das haben wir ein paar Mal nicht gemacht. Das kann eine Häufung gegeben haben, kann man der Meinung sein. Ich habe da nichts dagegen, wenn ein Verfassungsgericht auf einmal sagt, pass mal auf, hier sind die Grenzen. Ist doch in Ordnung. Und Sie sind okay. Leben wir alle wunderbar. Sind wir uns einig? Weil das ist nun mal, deswegen gibt es das Verfassungsgericht, deswegen setzt es uns Grenzen. Und ich sage mal, ob es dem Einzelnen passt oder nicht, ist völlig egal. Und die Polizei arbeitet sauber rechtsstaatlich. Bloß die Polizei macht natürlich Vorschläge, der Politik sagt, guck dir das mal an, wir haben keine Möglichkeit, da ranzukommen. In diesen Fällen, wenn man das und das machen könnte, dann wäre es möglich. Und dann muss die Politik den Streit miteinander ausführen und muss die Gesetze machen. Und die Politik hat ein offenes Ohr für die Polizisten, außer wenn es um die Stellen geht. Auch da, weiß Gott. Aber nochmal, wir müssen einen Gedanken sauber zu Ende denken, Herr. Sie sagen, es ist bereits ein Generalverdacht, wenn der Staat dem Provider sagt, die Daten, die du ohnehin speicherst, weil du ja Rechnungen schreiben willst, die werden jetzt einen Monat länger gespeichert oder zwei Monate oder drei Monate, vier Monate, völlig egal. Ja. Das ist ein Generalverdacht, wenn der Staat zum Provider sagt, was du schon speicherst, behalte es länger
in deinen Schränken. Das ist ein absurder Gedanke, mit Verlaub. Also entweder es ist von Anfang an unter einem Generalverdacht oder es ist nie ein Generalverdacht. Herr Kollege, Rechtsanwalt, bitte. Nein, ich bitte Sie. Ja. Wenn eine Firma die Daten speichert, weil sie speichern muss, nur so kann sie Rechnungen stellen, ist es kein Generalverdacht, sondern die Grundlage fürs Rechnungen schreiben. Ja. Und wenn der Staat sagt, und diese Daten, bitte heb sie noch etwas länger auf. Es könnte sein, dass ich sie könnte mal brauche. Könnte sein, dass darunter ein Mörder ist. Also Verdacht. Dann ist das kein Generalverdacht, dann habe ich nicht Sie verdächtigt, dass Sie möglicherweise Mörder sind, sondern ich mache mir Gedanken, wenn der Herr Hahn möglicherweise tot zu Hause liegt und wir den Mördersohn vom Herrn Hahn suchen, wollen wir wissen, ob in seiner Umgebung, von seinem Apparat jemand telefoniert hat, um den Mörder von Herrn Hahn zu finden. Und das hat doch mit Generalverdacht nichts zu tun, sondern ich will dem Opfer Hahn helfen. Das ist das Problem. Dann hilft es mir aber auch nicht mehr bei Ihrem Beispiel. Dann wäre es dann im Zweifel auch zu spät. Aber nicht umsonst sagt der oberste deutsche Datenschützer, da müssen wir mal besonders aufpassen. Es wird so viel gesammelt und so viel festgehalten, ob das alles noch so seine Ordnung hat, überhaupt noch Sinn macht, ist das große Fragezeichen. Zumal ein Aspekt dazukommt, den man oft vergisst und der auch bei der Vorratsdatenspeicherung wichtig ist, wie bei vielen anderen Datensammlungsmaßnahmen. Denn wir müssen überlegen, dass tatsächlich die Provider, also diejenigen, die eben die Kunden als Telefonkunden haben, die Daten speichern. Und wir wissen seit den letzten 2 Jahren, wie gut diese mit unseren Daten umgehen. Das heißt, wir haben auch ein Datensicherheitsproblem. Denn die kommerziellen Unternehmen werden ja vom Staat gezwungen, diese Daten zu halten, die im Übrigen, Herr Uhl, und Sie wissen es, wenn Sie Ihr eigenes Gesetz kennen, sehr genau eben nicht die Abrechnungsdaten sind, sondern selbstverständlich größeren Umfangs als die Abrechnungsdaten. Und wir wissen, dass es seit vielen Jahren in Deutschland den Trend gibt nach sogenannten Flatrates, also dass man keine einzelnen Abrechnungen mehr hat und entsprechend auch diese Abrechnungsdaten gar nicht anfallen. Und diese Daten sind jetzt standardisiert. Das heißt, europaweit gibt es einen Standard und die Abfrage kann vollautomatisiert erfolgen. Das ist schon ein Unterschied zu früher. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den ersten Missbrauchsskandal von Staatswegen haben oder ob wir ihn eher haben, wie der Telekom-Skandal war. Das heißt, dass die kommerziellen Unternehmen diese Daten missbräuchlich verwenden oder ihnen diese Daten abhanden kommen. Und die sind höchst persönlich, denn es sind ja auch ganz klare Bewegungsprofile. Jetzt, solange nichts passiert, Herr Freiberg, sind alle Menschen immer mit 1000 Fragezeichen im Kopf, ob das alles so seine Ordnung hat, ob das richtig ist, ob das alles sein muss. Aber sobald etwas passiert, wird er ganz schnell, ganz laut gerufen, warum habt ihr dieses und jenes nicht gemacht? Also denken Sie, so in der Vorsorge, ist es schon gut, dass man vielleicht ein bisschen mehr tut, als unbedingt nötig ist? Nein, das glaube ich nicht. Man muss den Menschen wirklich die Ängste, die Gefahren der Technik wirklich heute erläutern, weil wer durchschaut das schon alles? Und ich sage mal gerade die Datensammlung im privaten Bereich, da sind ja einige Namen schon genannt worden, da hat jeder Angst vor. Am Arbeitsplatz, Telekom, wir haben alle Bahn. So, das muss man den Menschen erklären, was da vonstatten geht. Ich sage davon ausdrücklich, beim Staat gibt es das nicht, ganz ausdrücklich nicht. So, und jetzt muss man dann aber wirklich immer schauen, eine Polizei muss doch mit der Entwicklung in der Gesellschaft, mit der Technik standhalten. Ja. Wir können nicht wie früher Fußstreife gehen und darauf warten, dass sich uns jemand stellt und sagt, du, ich wollte nur sagen, ich bin Terrorist oder ich bin Drogendealer, ich wollte mich kurz mal melden. Wir müssen dann mit der neuen Technik mitgehen. Und das muss man immer wieder im Streit auch sozusagen miteinander ausführen, gerade die politischen Parteien, um zu sagen, was wird dafür gebraucht. Und ich darf ausdrücklich sagen, meine Befürchtung ist immer, wenn jetzt ein schrecklicher Terroranschlag passiert, dann stehen wir auf einmal da und erkennen zum Beispiel, dass der den Anschlag ausgeführt hat, dass wir den kennen. Dass es ein Gefährder ist, den wir heute kennen, wo wir Erkenntnisse haben über den, aber natürlich die Schwierigkeit haben, den zu überwachen. Weil wir können nicht alle überwachen, das schaffen wir gar nicht. Und dann wird man diskutieren müssen, Mensch, hätten wir den nicht vorher schon inhaftieren, hätten wir nicht ein Gesetz schaffen müssen, weil wenn die Menschen werden sagen, ihr wusstet, der kommt aus einem Lager, hat eine Sprengstoffausbildung, der hat das am Telefon auch gesagt, dass er das machen will, das hat er auch gesagt, hat sein Kumpels das auch gesagt, dass er das machen will, und dann macht er das. Und was habt ihr jetzt gemacht, Polizei? So, das ist meine Befürchtung, dass dann vieles ins Wanken kommt. Und deswegen meine Bitte, wirklich immer darauf zu achten, dass die Polizei die Möglichkeiten hat, sowas zu verhindern. Und wenn sowas passiert, dass die politischen Parteien verantwortungsvoll miteinander umgehen, nicht überstürzt handeln, sondern sehr verantwortungsbewusst, weil wir müssen damit rechnen, dass es auch bei uns passiert.